So Leute, ja, willkommen zurück. Ja, jetzt musste ich mal ein bisschen spezieller hier durchgreifen. Also erstmal gehen wir in die Box. Nein, oder was machen wir? Ich weiß es noch nicht. Die Sache ist, wir haben jetzt 20 Uhr 15 ungefähr und wollen Selfie treffen. Deswegen ist das jetzt extra so eine abendliche kurze Aufnahme. Wo ich eigentlich nur das mache. So, was wichtig ist im Team, müssen auch drei Pokémon sein mit maximaler Glücklichkeit. Das heißt, Celebi kommt erstmal raus. Und von mir auch. Die brauchen wir ja nicht mehr. Die haben wir für andere Pokémon gebraucht. Und dafür nehmen wir rein, den und Roserade, denke ich, oder? Ja, die wir halt im Team vorher hatten, ne? Und die halt einfach dahin gehört. So, also jetzt ist... Also man muss speziell bis Abend warten. Ich habe mir gedacht, ja, machst du einfach mal, dass du die Uhr vorstellst. Aber ich habe das extra im Internet gegoogelt und die ganzen Pokémon-Fanseiten, die sagen, man kriegt eine Sperre, wenn man das macht. Wenn man das macht, also dass man seine Uhr vorstellt oder anders stellt, dann wird 24 Stunden jedes Event irgendwie wie sowas, was wir jetzt gerade machen wollen, gesperrt. Tatsächlich. Und das ist natürlich eine ganz schöne miese Sache und ganz schön clever auch. Das heißt, ich muss mich dran halten. Aber guck mal, abends sieht das auch ganz schön aus hier, muss man sagen. Eigentlich ein Jammer, da ich immer tagsüber meine Aufnahmen mache, da verpassen wir sowas. So, jetzt suchen wir mal. Ist das... Ne, das... Doch, da. Ah, guck mal. Erstmal dahin. Unerforschte Höhle, das könnte die auch sein. Landen wir erstmal da. So, ich denke mal, das... cool gelandet. Wird richtig Ort sein. Ja, da muss ich mich halt ziemlich verrenken. Ja, so sah es eigentlich auch bei dem Vesprit aus. Reine Luft weht umher. Sie sorgt dafür... Oh, scheiße, jetzt habe ich es weggeklickt. Egal. Ein geheimnisvoller Regen, bla bla bla, ja. Den wollen wir uns ansehen und da wird bestimmt jetzt unser Selfie drin sein, denke ich. Oder wer sonst. Ja, da ist es. Cool. Sieht so immer aus, als würde er schlafen oder so. Keine Ahnung, halt immer die Augen zu. Ja, dann erstmal eine Donnerwelle drauf. Kennt man ja. So, ich wollte nur kurz gucken, ob mein Mikro an ist. Ja, ist aber... Ja, er setzt Sondersensor ein. Psychoattacke. Macht jetzt nicht viel, aber scheiß drauf, ist der auch das Zählste. Ich mache die Taktik wie immer eigentlich. Jetzt kommt Latios ins Spiel. Ich meine, Latios passt jetzt auch ein Psycho-Pokémon. Steckt auch nicht so viel ein. So, ja gut. Der ist schon mal paralysiert. Ich denke, ich mache dann Mega-Entwicklung und Feuer-Odem. Oder Psychogenese. Ne, Feuer-Odem. Wird den ja nicht töten. Er ist auf Level 50. Ein starker Kerl. So, und... Kabum. Da ist die Mega-Entwicklung. Ja, das ist eine ganz schön... Nicht eine harte Nummer, aber muss ich schon ein bisschen verrenken. Wenn ich das jetzt einfach so spielen würde, klar. Machst du halt nur... Wow, scheiße, ein Volltreffer. Ah, der macht Amnesie. Ja, dann könnte ich es mir eigentlich leisten, nochmal ein Feuer-Odem drauf zu machen. Das wird den nicht töten. Ja, ich meine, das hat ja durch den Volltreffer so viel Schaden gemacht. Und guck mal, wie viel es jetzt macht. Und er macht nochmal Amnesie. Also kann ich noch einen draufhauen. Das hilft mir eigentlich ganz gut, wenn er die Attacke macht. Ja, wenn ich jetzt einfach so spielen würde, ne, dann klar, machst du einfach... also dann ist man ein bisschen spontaner, als wenn man tatsächlich auch eine Aufnahme machen muss, weil ich habe ja nicht immer so die Zeit, Let's Play dazu zu machen. So, und ich muss mich halt der Uhrzeit anpassen. So, und das ist nicht wirklich einfach. Bleibt der drin? Wow, sieht schon ganz... Ah, wäre zu schön. Erstes Mal geht irgendwie nie. Okay, da kann gehen, ne? Ja, ist mir nicht egal, ob mein Pokémon pennt oder nicht. Ich schmeiß jetzt eh nur noch Bälle. Ich greife ja gar nicht mehr an. Ja, und so ist das halt. Als ich damals als Hard Gold Let's Play gemacht habe, Soul Silver, warum sag ich immer Hard Gold? Ich habe Soul Silver Let's Play, das ist genau ein anderes Spiel. Da war das halt so, da konnte man die ganzen Arena-Leiter, und es gab 16 Stück, alle zu einem Rematch herausfordern. Und da musste man sie zu bestimmten Uhrzeiten ansprechen oder anrufen, sowas. Zu bestimmten Wochentagen und Uhrzeiten muss man die ansprechen. Anrufen wir nicht. Und das Gute da war, ich habe es auf dem Emulator gespielt und ich konnte einfach auf meinem PC die Uhr einfach umstellen so und habe das dann einfach so gemacht. Aber jetzt ist das jetzt auf dem echten 3DS, jetzt gibt es kein Rummogeln mehr. Jetzt muss ich dachte, Uhr vorstellen geht, aber ich wollte es jetzt auch nicht riskieren, ne? Vor allem, weil das Internet sagt so, also es steht nicht so groß überall, aber so in Foren so stand, das macht das lieber nicht, weil geht nach hinten los. Geht nach hinten los halt. Ja, deswegen halt... ja, und deswegen machen wir das halt so. Und bei... Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was bei denen fangen, ne? Und der hat halt nur diese eine Stunde Zeitraum. Ich meine, Vesprit hat... Wie viel
4 bis 20 Uhr, glaube ich. Also 4 Uhr morgens bis 20 Uhr. Also bei dem kannst du nicht viel falsch machen. Aber Selfie hat einfach mal nur 20 bis 21 Uhr als Zeitraum auf. Bleibst du drin? Oh, er bleibt. Yes, bleibt drin. Cool. Ja, ein bisschen zulabern und währenddessen so nebenbei ein Pokémon fangen. Ja, okay, da haben wir das gute Stück, Nummer 2. Registriert. Das wissende Wesen, es soll die Erinnerung derer löschen, die ihm in die Augen sehen. Ja, ist doch cool. Ab in die Box. Ja, und das war's dann. Können wir wieder raus. Ich weiß nicht, ob es dasselbe muss. Ich meine, das ist dieselbe Höhle, wie beim letzten Mal, als wir Westbrook gefangen haben. Wir können mal gucken, ob hier irgendwas ist. Das sieht jetzt mehr aus wie so eine Steppe oder sowas, jetzt wo es so dunkel ist. Ja, egal, dann fliegen wir einfach mal zurück, würde ich sagen. Ja, Malvenfrost City, das ist einfach so der zentrale Punkt. Keine Ahnung, ich mich jetzt daran gewöhnt. Ja, und jetzt müssen wir halt Turbo Zwang, und den gibt es halt nur von 21 Uhr bis 4 Uhr. Und ich werde jetzt nicht noch diese Dreiviertelstunde mit euch warten. Ich mache jetzt dann einfach so einen Cut gleich. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns nach 21 Uhr wieder. Und dann kann ich auch Turbots dann fangen. So machen wir das. Vielleicht stelle ich mich noch hier rein. Ignoriert die Frau, die da links steht. Die hat noch keine Relevanz für euch. Ja, am besten heilen wir unser Team noch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder, liebe Kinder. Ich muss überlegen, was ich jetzt für ein Wort sage. So, jetzt haben wir 21 Uhr und etwas nach 21 Uhr. Und jetzt können wir die Äonenflöte einsetzen und hoffentlich Turbots fangen. Also was ich... Oh, guck mal, nachts. Scheiße, Mann, ich mache nie nachts Aufnahmen. Warum? Also von diesem Spiel zumindest. Oh, wie schön. Durchs Mondlicht fliegen. Ja, dann suchen wir mal weiter. Es sollte ja dieselbe Höhle sein, nur ich kann mir nie merken, wo das hier ist immer, ne? Also, ah, ist es das? Ne, das ist ein Haus. Ah, da rechts. Okay, gut. Dann landen wir da. Unerforschte Höhle. Scheint wohl wieder derselbe Ort zu sein. Ja, und da soll hoffentlich Turbots warten. Es ist zumindest doch ein bisschen einfacher, diese Höhlen oder diese Orte zu finden, als ich erstmal gedacht habe, weil die auch gekennzeichnet werden. Und das Gute ist, auch im Internet steht auch, wie man diese Pokémon kriegt. Reine Luft weht umher, also okay. Also da steht auch die Bedingung, weil ich würde jetzt nicht drauf kommen, man kann dieses Pokémon nur von 21 bis 4 Uhr morgens finden, noch unter der Voraussetzung, 3 Pokémon mit maximaler Glücklichkeit im Team zu haben. So, woher soll ich das wissen? Das steht im Internet, zum Glück. Zum Glück leben wir in einem Zeitalter des Internets. Andererseits würdet ihr dieses Video auch gar nicht sehen. Ja. Okay, ich würde sagen, selbe Taktik wie immer. Hoffentlich geht das auf. Ja, er kann aufruhen. Okay, das ist so das wache Pokémon. Ist laut Selfie hat die Augen zugehabt und hat Gene eingesetzt. Ja. Den Gegner, also mich, zum Schlafen gebracht. Und der ist wohl so das Gegenteil. Keine Ahnung. Die haben irgendwie auch noch so eine Hintergrundgeschichte, diese drei Pokémon. Aber keine Ahnung. Ja. So, dann machen wir eine Mega-Entwicklung und Feuer-Odem. Die Taktik ging auch schon letztes Mal auf. So. Ja. Ja, ich muss jetzt halt die Zeit abwarten, ne, bis 21 Uhr. Aber es könnte in Zukunft, wenn wir auf andere Pokémon fangen wollen, noch ein bisschen schwieriger werden, weil wir dann oft an bestimmten Wochentagen aufnehmen müssen, um Einzug kriegen. Aber dazu komme ich dann noch. Ja, wow, das war jetzt aber knapp. Es hätte auch nach hinten losgehen können, aber ich habe ja vorher abgespeichert. Hoffentlich reichen Hyperbälle. Ich habe jetzt noch 19. Also ich spekuliere mal, für Turbots reicht noch. Aber danach müssen wir mal gucken. Ey, bleib mal drin, Alter. Naja, ist ja der erste Ball wieder. Ja, er macht einen Aufruhr und wir machen einen Hyperball. Ja, ich meine, solange er sich nicht irgendwie selber verletzt oder was weiß ich, sich wieder heilt, geht das, ja. Müssen wir einfach nur schmeißen und beten. Na, aber das habe ich schon mal, ich habe genau diesen Spruch schon mal gesagt bei irgendeinem Pokémon. Naja, aber man hat auch viel Zeit zum Reden, vor allem wenn da so ein Pokémon wie Ho-Oh oder so ist, was ums Verrecken nicht im Ball bleiben will, oder Reiki-Eis. Das waren so eigentlich die schlimmsten. Au, au, au. Okay, Latios zerstört, das ist ein starkes Feed. Okay, wer so weitermacht, der dann doch immer das ganze Team auf dem Gewissen.
So, Self hat Sondersensor gemacht und das hat eigentlich echt wenig gemacht. Okay, Logok. Du musst jetzt büßen. Einfach nur aushalten, während ich die Bälle schmeiße. Ja. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. So. Eins, zwei. Ja, komm schon. Nicht ausbrechen. Yes. Cool. Cool, cool. Das ging relativ schnell, muss man doch sagen. Ich glaube, so schnell habe ich bis jetzt noch kein legendäres gekriegt. Also in diesem Spiel zumindest. Yeah, cool, jetzt haben wir alle drei. Die waren ganz schön schwer zu kriegen, wegen den Umständen halt, ne? Okay, das starke Wesen. Es schläft auf dem Grund eines Sees und hält so die Welt im Balance. Und so kann es sich bewegen, ich weiß auch nicht. So, keinen Spitznamen geben. So, ja, dann können wir eigentlich auch wieder abhauen. Ich würde sagen, ich fliege dann einfach mal wieder so zurück an unsere Hauptstation. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine Pause. So, ich habe jetzt echt nur diese Aufnahme wegen diesen beiden Pokémon gestartet. Und dann, ich weiß nicht, ich denke im selben Video. Wie lange heißt denn das Video? Oder im nächsten Video, weiß ich noch nicht. Sehen wir uns dann wieder und machen uns dann auf die Mission ja, zu den nächsten Pokémon. Oder zu dem nächsten Pokémon. Also, bis dann.